Arsch der Menschen und ich kapier das echt nicht. Nicht durch Krankheit, sondern durch Technik. Sie sterben an Strahlung, damit wir jetzt Strom haben. Japan ist die letzte Warnung für unsere Wohnlagen. Es geht nicht um Energiemangel, sondern um Geld. Ich fordere den Wandel in dieser Welt. Wir fangen an bei uns auf, dabei guck ich über unseren Fluss. Sehe eine alte Bombe, die bald untergehen muss. Denn so ist mit Maschinen, sie gehen kaputt. Nur mit Kernkraft ist es so eine Sache, sie lässt uns einen Gruß. Der hält Jahrtausende und überdauert Generationen. Die Strahlung bleibt als Dank für die, die später hier wohnen. Und für unsere Kinder und Enkel, wenn's dann noch welche gibt. Wir führen gegen sie heute einen erbarmungslosen Krieg. Verantwortung haben wir, ich und du und auch die kleine Merkel. Damit unsere Kinder nicht verstrahlen wie bayerische Wildschweinwerke. Wir können nicht mehr zusehen, wir müssen aktiv werden. Damit unsere Kinder leben, müssen wir uns Japan merken. Wieder ängstlich, dieser traurig schwarze Tag. Ich kam aus der Schule und meine Mom klärte mich auf. Sie erzählte, was passierte und wir durften nicht raus. Das Land wurde verstrahlt mit dem Regen in dem Boden. Es wurde uns kalt und wir schickten Gebete nach oben. Ich war da ein Kind, doch nicht nur ich hatte es vergessen. Auch die Großen sorgten sich weiter nur um Trinken und Essen. Also zurück in den März 2011. Die Stimmung ist ähnlich, nur jetzt bin ich nicht erst elf. Ich sehe im Fernsehen schreckliche Bilder und lügende Politiker. Können Sie Japan nicht sehen? Wird man da nicht mutiger? Sie denken blind halt heute, vergessen für morgen. So machen reiche, reiche Beuteln unsere Kinder haben die Sorgen. Da sind wir wieder bei Korruption in den organisierten Verbrechen und der schlechten Argumentation mit der Politiker sprechen. Wir können nicht mehr zusehen. Wir müssen aktiv werden. Damit unsere Kinder leben, müssen wir uns Japan merken. Nie wieder Fukushima. Ist Mord nicht strafbar, Politiker planen unseren Tod. Energiekonzerne wollen absagen und meinen es nicht gut. Und ihr Versprechen ist bitter, dass es auf jeden Fall nicht rumst. Dagegen meint ja Hitler das richtig gut mit uns. Das abgereicherte Uran verkaufen sie an andere Nationen. Die bauen daraus Bomben und panzerbrechende Munition. Ja, Tummel werden wir jetzt schon behalten, solange Menschen hier noch wohnen. Trotzdem, sofort abschalten ist die einzige Option. Denn so ist die Situation. Die AKWs sind gezündete Bomben. Die Kettenreaktion ist verzögert, doch die Explosion wird kommen. Und so sind wir in Deutschland bereits verseucht. Wir stehen am Klippenrand, deshalb appelliere ich an euch. Wir beschweren uns über eine Moschee, doch sie strahlt nicht tödlich. Doch wenn ich das sehe, ist die Religion Atomkraft völlig unnötig. Lass uns den Anfang machen und Nationen als Beispiel dienen. Aufstehen und rebellieren und den Politikern das Freispiel nehmen. Wir können nicht mehr zusehen. Wir müssen aktiv werden. Damit unsere Kinder leben, müssen wir uns Japan merken. Nie wieder.